Trashed. Wie möchtest du aussehen? Hallo und herzlich willkommen hier auf Super RTL. Heute spielen wir Pokémon Kerosin. Purpur Kerosin. Ich bin leidenschaftlicher Nintendo-Fan und vor allem liebe ich auch über alle Maßen Pokémon. Ich will der Allerbeste sein. Traubenakademie. Ah, Vino. Zu Vino sage ich Nino. Tauche auch du in die Welt der Pokémon ein. Ja! Oha! Was sollte das denn gerade? Tut mir leid, das sollte ich gar nicht treffen. Ich wollte nur. Aber wo ich dich hier gerade habe, kannst du das hier einmal vorlesen? Abonniert Hand of Blood? Oh! Digga! Pelikane! War das gerade ein Motorrad? Mein Kinderzimmer. Oh, hochauflösende Bücher. So, dann gehen wir. Also, wir haben so eine richtige. Hier, Hacienda. Nee, wie heißt das? Finca. Nee, oder? Guten Morgen, Henno. Oh, du trägst ja schon deine Uniform. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Oh! Schau bitte mal nach, wer da an der Tür ist. Hä? Bitte entschuldigen Sie die Störung. Der ist nicht vom DHL. Du müsstest dann also Henno sein, richtig? Er kommt doch einfach rein. Digga, das ist Privathaushalt. Ich hol gleich die Shotgun. Das ist ja der Direktor höchstpersönlich. Darf ich ihm vielleicht eine Tasse Tee anbieten? Nein, nein, machen Sie sich bitte keine Umstände. Henno, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Bereite dich doch so lange in deinem Zimmer auf die Akademie vor. Senior Direktor, wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen. Gut, dann nehme ich Ihre Einladung dankend an. Was ist das jetzt für eine komische Dynamik? Oh, hier schöne. Das hat mein Vater auch zu Hause, so Teller an der Wand. Das ist sehr schön. So, haben die jetzt gebumst? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Hier im Haus wäre es vielleicht etwas unpassend. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Ich frage mich, was der Direktor meint. What the fuck? Wohlan, liebe Pokémon. Euer Moment ist gekommen. Ach, der redet mit seinen Bällen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen soll. Das hier ist Felori. Das ist Krokel. So, was ist das? Quax, das Jungenten-Pokémon. Ich wäre ja gerne dabei, während du dein Pokémon auswählst. Aber ich muss mich so langsam zum nächsten Hausbesuch aufmachen. Alter, er ist wieder Weihnachtsmann. Du findest mich in dem Haus dort drüben. Ach, der Direktor ist so unglaublich höflich und aufmerksam, findest du nicht? Ja, stehst du auf den oder was ist los? Jetzt aber los mit dir, viel Spaß. Leute, die Erwachsenen haben mich jetzt ganz allein gelassen. Ja, wir gehen zu diesem Haus. Können die da überhaupt mithalten mit ihren kleinen Stummelbeinen? Junge, was ist das hier? Wer wohnt hier, Alter? Was? 3 FPS Blende. Jo, da kommt die Gang. Hallihallo, wir kennen uns noch nicht, oder? Ich war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Oh, ich heiße übrigens Nelila. Das nicht mehr, Nelila! Ah! Also Nachbar, lass uns doch Freunde sein. Nein. Hast du dich entschieden, welches Pokémon dein erster Partner werden soll? Scheiße, scheiße, scheiße. Aber wir nehmen dich.
Du wählst also das Feuer-Pokémon Krokel, ist das richtig? Ja, also sorry, aber die anderen beiden kannst du ja echt in die Tonne kloppen. Was ist das für eine Scheiße? Möchtest du dem Krokel einen Spitznamen geben? Ja. Das ist Kalle. No! Wenn Henno Krokel hat, dann möchte ich das hier. Ist die dumm? Ich habe Feuer-Pokémon. Es ist scheiße auf dem Boden hier, Digga. Mann. Jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Es ist Zeit für einen Kampf. Also los, Henno. Bist du bereit für einen Kampf? Ja. Juhu! Jetzt gibt's... Ackermatch. Los, Kalle! Ja, ist ja Pflanze. Blut. Kalle! Oh, shit. Verbrennt die Scheiße. Jawohl. Du hast dich wohl vorbereitet. Feuer-Pokémon sind gegenüber Pflanzen-Pokémon Feuer. Du bist dumm. Ja, das bringt dir gar nichts. Ciao. Two-Shot. Jo, verrecke. Wow, du bist echt gut. Es gibt da eine App, die du unbedingt brauchst. Hast du dein Handy dabei? Da installiere ich schnell für dich. Pokédex. Super. Zu meiner Zeit haben wir noch alles per Hand in unsere Notizbücher eingetragen. Junge, wen interessiert das? Meine Mutter. Die könnte original mit der in eine Klasse gehen, oder? Du erhältst ein Sandwich. Digga, ich kack mich gleich voll. Sandwich. Dieses... Digga, wer kennt kein Sandwich? Jetzt muss ich mich da durchklicken, was ein Sandwich ist. Ich will einfach nur Pokémon fangen und andere abschlachten. Bei den Dingen, die der Spaß macht. Deine Mutter ist ja total lieb. Ich raste auf! Ach, richtig. Ich wollte dir zeigen, wie man Pokémon fängt. Auf diesem Pfad geht unser Abenteuer los. Jetzt bin ich interessiert. Ab jetzt geht's los. Komm. Anders als in Städten begegnet man auf dem Weg und im hohen Gras, nämlich wilden Pokémon. Näherst durch ihn, kommt es zum Kampf. Aber keine Sorge, du hast ja Kalle. Und wenn du ein Pokémon fangen willst, brauchst du... Ah, oh mein Gott! Ein Pokéball. Da! Die Sau will ich! Ferk! Ferk, Digga! Übung macht den Meister. Versuch doch mal, diese dumme Sau zu bekämpfen. Ich hab gar nichts gemacht. Ein Pokémon lässt sich leichter fangen, wenn du es durch Angriffe schwächst, bevor du... Ah, scheiß drauf. Rein damit. Ferkuli. Und weg. Was schwächen? Digga, ich schwäch höchstens sein Immunsystem durch meine Präsenz. Ja, kriegt einen Spitznamen. Das ist Pupfi. Geil. Wie wäre es, wenn wir zum Leuchtturm da gehen? Von dort oben können wir die Akademie sehen. Ja, gerne. Ja, die Natur ist grausam. Menschengemachte Barrieren. Kommen jetzt ein Dinosaurier? Komm, lass uns rausfinden, wo der Ruf herkam. Ja, hier, wa? Literally 2 Meter gelaufen. Grill. Hun, hun, hun. So, was ist das? Okay, das ist krass. Das war, glaube ich, das aus dem Innen. Junge, was ist das für eine Performance in dem Spiel? Das seltsame Pokémon liegt völlig kraftlos am Boden. Vielleicht kannst du ihm etwas geben, was ihm wieder auf die Beine hilft. Ja, ein Sandwich erstmal, oder? Ein schön leckerer Sandwich. Hier, Lammertun. Schöne Stulle. Alter. Mampfkau. Ich finde, Nintendo hat es gemeistert, so eine Sekunde Awkward Silence, dummes Warten immer einzubauen. I guess, ich soll mir jetzt hinterher oder kann ich irgendwie noch weiter...
Was ist das? Oh, das fang ich mir. Humha! Ach du Scheiße. Mal sehen, was der Pokédex sagt. Humha, das Haupthaar-Pokémon. Humha besteht zu 98% aus Haaren. Humha-Haare besitzen tausende Nervenenden, weshalb das Schneiden dieser zu höllischen Schmerzen und sogar dem Tod führen kann. Und es hat Scheren als Hände. Lol. Seine Attacken sind Dauerwelle, Shampoo-Strahl, Bürstenkratzer und Föhn. Dann schnapp ich mir jetzt. Nein, geh in den Ball. So, wo ist denn der Düsenjet? Ja, ich komme. Junge, ist einfach, als ob man neben Flughafen geht. Oha, Alter! Eine ganze Herde Hundemons. Alter, ich werde entführt! Hey! Es ist so awkward. Vielleicht ist es erschöpft, weil es seine ganze Kraft aufgebraucht hat. Wir sollten uns erstmal ausruhen. Komm, legen wir auf dem Leuchtturm eine Verschnaufspause ein. Nein, ich will jetzt zocken ohne dich, Emilia. Komm, gehen wir auf den Leuchtturm. Von dort oben können wir die Akademie sehen, ja. Kenne die Gefahr. Emilia, halt die Fresse. Ich will einfach nur Pokémon spielen. Hogwarts interessiert mich nicht. Ich will auch nur zocken. Ich muss 100 pro gleich in den Laden rein. Und dann muss ich 100 pro mir nochmal 80 Stunden von irgendwelchen Lehrkräften an die Backe quatschen lassen, wie man Pokémon fängt, trainiert. Ich bin 2 Stunden und 20 Minuten bislang in dieser Aufnahme. Bisher konnte ich nichts machen. Also ich bin ja Hostage. Also, ich bin Hostage in diesem Game. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Wer ist das denn? Junge, was ist denn das für ein Pimpf? Komm, ich trete dich so weg, ey. Knirps Diego fordert dich heraus. Junge, zur Seite, ey. Jo, Tarundel, Alter. Du wirst erstmal abgebrannt. Sehr effektiv. Ja. Das muss ins Krankenhaus, Digga. Verzieh dich. 220. Alter, ich hab ihm all sein Taschengeld genommen. Gib mir deine Brotbox. Alter! Da ist ein Enton. Abfahrt! Hau rein, der Kalle. Der Kratzer, normale Attacke, easy. Komm, hau drauf. Oha! So, jetzt ist es Zeit für einen Pokéball. Boom! Ja, Enton. Geil. Ja klar. Spitzname ist Eminem. So. Geschafft, da wären wir endlich. Das ist Missalonas. Und was ist das, Alter? Ach komm schon, wenn du ein Mitglied von Team Star wirst, kannst du so hell strahlen wie die Sterne am Himmel. Team Rocket für Leute, die Vanish Oxy-Action fressen zum Frühstück, oder was ist das? Willst du denn nicht mit fantastischen Freunden wie uns deine strahlende Jugendzeit genießen? Zu Hilfe eilen. Hallo da. Hä, willst du was von Team Star? Du hast bestimmt schon von uns gehört. Nein. Was ist denn mit dir verkehrt? Jetzt bin ich Team Star schon beigetreten und muss mich trotzdem behandeln lassen wie der letzte Dreck. Da bleibt uns keine andere Wahl. Wir müssen kämpfen. Jetzt schlagen die mich einfach zusammen. Straight up. Ich kümmere mich so lange um den Neuen hier. Der wird gleich Sterne sehen. Alter. Warum macht der immer so? Fuck you! Ich kann das nicht mehr, Emilia! Ich werde jetzt die Scheiße wegspammen. Mir ist es scheißegal, ob ich jetzt hier irgendwas nicht dann checke oder verpasse. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Terra-Kristall-Orb. Ja, steck ihn dir ins Arsch. Jetzt wollen die doch kämpfen? Ja, ist ja egal. Terra-Kristallisierung. Ah, jetzt hat die mir ihr Sheet-Orb gegeben, ne? Kalle!
Terra, kristallisier dich! Digga, hat der einen Kronleuchter auf dem Kopf? Er hat einfach Kerzenhalter auf dem Kopf. Was ist das für eine Scheiße? Begib dich zur Akademie. Ja, danke. Ich sag euch, wenn ich jetzt irgendwie in 8 Unterrichtsstunden muss und alle labern mich zu, ich werd. Ah, Henno und Nemila. Wie war eure Reise zur Akademie? Jetzt zeigt sie mir den Weg in meine Klasse. Oh nein. Guten Morgen, 3FPS-Klasse. Guten Morgen, Senior Jim. Heute gibt's aufregende Neuigkeiten. Na, seid ihr neugierig? Nein. Heute haben wir einen Neuzugang in der Klasse. Hat jemand eine Frage an euren neuen Klassenkameraden? Henno, was magst du an Pokémon? Die Kämpfe. Ich auch. Noch jemand eine Frage? Oh nein, nehm hier. Was ist dein Ziel für die Zukunft? Kein Kind würde das fragen. Ich möchte ein starker Trainer werden. Du und ich werden zusammen die Allerstärksten. Nein, es gibt kein Uns. Danke, dass du ein bisschen was über dich verraten hast, Henno. Du kannst jetzt frei die Akademie erkunden. Ich lass mich in Ruhe. Das ist das Lehrerzimmer. Hey, Henno. Freiheit, bitte. Ich muss nicht mehr. Was soll das jetzt? Let it go, let it go. Du erhältst diesen Anruf, weil ich dein Handy gehackt habe. Gekackt? Mein Name ist Cassiopeia. Ich bin in der Kluft der Beschwörer gefangen. Entschuldigung, Adrian. Ist ja nicht meiner. So, was passiert jetzt? Geil. Ich bin in der Eingangshalle. Henno wird gebeten, sich umgehend im Büro des Direktors zu begeben. Anton, halt die Fresse! Ich wiederhole. Henno wird... Klein Henno möchte erstens mal. Klein Henno will aus der Akademie! Ich will nicht! Gefällt es dir an der Traumakademie? Nein! So, ciao. Hä, was ist hier los, Junge? Labor oder was? Hallo, Entschuldigung für die Störung, Nemilia. So, ich erkläre euch nun, was mit eurer freien Projektarbeit auf sich hat. Erkunde die üppige Natur und die reiche Kultur von Paldea. Macht Bekanntschaften mit den Pokémon, die hier leben. Und lernt die vielen Menschen kennen. Nein! Los, Henno, auf geht's. Wir gehen nicht gemeinsam. Das kannst du dir so abschminken. Ist sie weg? Davon steht sie. Wieso wir? Ich will das nicht. Ich erklär's dir auf dem Weg. Nein! Nein! Ich raste gleich auf! Oh, Pepper Woods. Ring, ring. Ja, jetzt ruft der Nächste an. Hallo, Henno. Cassiopeia hier. Ja, da scheint jemand kaum abwarten zu können, sich auf den Weg zu machen. Drückst du den Plusknopf, kannst du auf Miraidon aufsteigen und dich dadurch schneller fortbewegen. Digga, wir haben uns doch vor einer Minute verabschiedet. Ich werd verrückt. Das war's. Das war's. Lasst mich doch alle in Ruhe! So, und weg. Ab jetzt will ich nichts mehr wissen. Nichts mehr. Was ist das? Wampe! Das ist ja disgusting! Wampe! Was er hier sagt. Schwampel, das Straßenverkehrsordnungs-Pokémon. Seit es Schwampel in Paldea gibt, verringert sich die Zahl der Verkehrstoten dort erheblich. Fühlen sich Schwampel bedroht, schalten sie schnell auf Rot.
Seine Erzfeinde sind diese komischen neuen Moped-Pokémon und Fußgänger, die immer so krass ungeduldig und mega oft und hart auf den Ampelknopf kloppen. Na gut. Dich kann ich gebrauchen. Ampel! Dann bist du jetzt fertig. Ein Schwampel! Hä? Da! Es rennt! Was ist das? Ein Pummeluff! Yo, Pummeluff, Alter! Ha. Oh, es ist geoelektrisiert, Dings, und hat einen Bananenbaum! Los, Kalle! Ja, Glut, oder? Abfahrt. Das macht gar keinen Damage. Kanon. Okay, geht noch, geht noch. Dann mache ich jetzt hier auch Terra-Scheiße. Boom, Digga. Mach deine Kerzen an. Einfach zurück, Kanon. Ja, das ist gut. Ha! 1, 2. Nice! Tamumba. Perfekt. Sag mal, muss man den auch tanken? Egal, wir fahren jetzt hier mal lang. Radikal. Radikal! Radikal. Kenn ich schon, aber weiß ja nie, ne? Radikal. So. Radikal, das Kanalratten-Pokémon. Radikal sind für ihr mürrisches Gemüt und ihre ausgesprochen hässliche Fratze bekannt. Ey, Max, halt, ich habe ehrlich keinen Bock mehr, Mann. Karl, bleib in der Rolle. Ey, komm. Können wir das nicht einfach lassen? Ey, ich schwöre, das ist so eine Kacke. Guck mal, wie ich hier, ey, wie der größte Lächerliche. Nein! Was ist das denn für das? Oh, bleib in der Rolle! Aber ey, komm, ey, das. Ey, das tut jetzt auch noch weh, ne? Ey, Karl, ganz ehrlich, bleib in der Rolle! Scheiße jetzt, ganz ehrlich, jetzt, ne? Jetzt fange ich dich. Ganz ehrlich, ne? Ich bin kein Pokémon, ich bin Karl!